Hallo ihr Lieben, wir sind heute hier im Altarm von der Mosel. Wir versuchen jetzt heute Brassen und Rotaugen zu fangen. Das Gewässer, wo wir jetzt hier heute sind, ist unbekannt. Ich war hier noch nie gewesen, habe jetzt nur einen guten Tipp bekommen, dass wir hier im Winter relativ gut Fisch fangen sollten. Gezielte Fischarten sollten heute sein, so Brassen und Rotaugen in allen Größenklassen. Ob das halt klappt oder nicht, weiß ich nicht genau. Wir wollten eigentlich ein paar Meter weiter oberhalb sitzen, haben jedoch heute Morgen gesehen, dass die Franzosen hier am Angeln sind und wollten uns da nicht mit reinsetzen, sind deswegen ein bisschen weiter runtergegangen. Ich habe heute Morgen schon einen kleinen Schreck bekommen, weil ich gesagt bekommen habe, dass das Gewässer hier um die 3 Meter tief sein soll. Ich habe jetzt hier ungefähr eine Wassertiefe von 1,50 Meter, 1,80 Meter. Ob das wirklich so gut ist für den Winter, ob man hier überhaupt Fisch fangen kann, das werden wir heute sehen. Ich bin mal guter Dinge. Ich werde jetzt heute ein bisschen relativ stark angeln, weil ich halt wie gesagt gehört habe, dass hier relativ große Brassen drin sein sollten. Dennoch 13 Meter, da wir, denke ich mal, relativ scheue Fische hier vorfinden. Und deswegen schauen wir mal einfach, was kommt heute. So, am Anfang habe ich ca. 10 Ballen gefüttert mit relativ viel Erde, also die Startfütterung war sehr, sehr schwer gehalten. Ich habe sehr viel Köder im Futter drin gehabt noch am Anfang, also alles, was ich noch von den ausgiebten Resten an Kastern bzw. toten Maden etc. hatte. Habe noch ein bisschen Weizen reingemacht, dass ich wirklich das Futter relativ grob halte und relativ viel Partikel im Futter drin habe. Das Futter zum Nachfüttern habe ich jetzt ebenfalls angereichert mit einem ganzen Haufen Pinkies. Ich werde das Futter jetzt gleich noch ein bisschen nasser machen und Würmer hinzugeben, wenn ich merken sollte, dass die ersten Brassen auf dem Futterblatt stehen und das Futter so probieren, sehr schwer auf den Grund runtergehen zu lassen und dann wie eine Art Schleimschicht auf dem Boden liegen zu haben. Dass die Brassen wirklich kommen und mit der Schnauze in diesen Schleim reingehen und sich die Köder rauspicken. Die zweite Variante, die ich jetzt noch dabei habe, ich habe hier ganz normales pures Futter noch. Das ist, falls ich merke, es sind so gut wie gar keine Fische mehr auf dem Futterplatz und ich die kleinen Rotaugen beangeln muss, weil im Moment halt keine größeren Fische dann da sein sollten, dann nehme ich das Futter. Die Struktur des Futters ist wie gesagt sehr fein. 2 Kilo Lake und 1 Kilo Kanal Black. Also wie gesagt ein sehr feines Futter, ein relativ würziges Futter, relativ aktives Futter. Außer natürlich, ich habe es mit sehr viel Erde angereichert bzw. extrem nass gemacht, dann wird das Futter trotzdem relativ passiv. Ohne Erde hätte ich den Nachteil, dass wenn einmal diese Wechselströmung eintritt bei 4-5 Gramm, hätte ich das Problem, dass das ganze Futter sich viel zu viel verteilen würde. Das heißt, die Fische hätten einen riesen Futtersektor, wo sie rumschwimmen könnten und würden sich nicht dahin stellen, wo ich es im Endeffekt haben will. So, die Montagen, die ich heute verwende, sind sehr einfach gehalten. Ich habe jetzt einmal die Pose Fenders Renau als Rotaugenpose. Da ich halt hier, wie gesagt, die Rotaugen, denke ich mal, relativ in Massen erwarte und ich dann schnelles Rotaugenangeln durchführen muss. Für die Brassen oder beziehungsweise wenn ich auf dem Grund angeln möchte, habe ich jetzt in dem Fall die Sensitive River ausgewählt. Ein Grammglas 0,8, 1 Gramm und 2 Gramm. 2 Gramm zum blockierten hinlegen, dass ich dann wirklich nur die Brassen bzw. großen Rotaugen auf dem Grund fangen kann. 1 Gramm, wenn die Strömung aufgehört hat bzw. keine Strömung vorherrscht, um ebenfalls auf dem Grund aufzulegen, aber nicht mehr so viel, um eventuell so kleine Skimmer bzw. mittelgroße Rotaugen anzusprechen. Und 0,8 Gramm, wenn das Gewässer komplett stehen sollte, also gar keine Strömung mehr vorherrscht, um den Köder leicht über den Grund schlittern zu lassen, also wirklich nur 1-2 mm aufgelegt und so zu probieren, auch Skimmer oder mittlere Rotaugen zu fangen. Kleine Rotaugen, wie gesagt, die ganz kleinen Rotaugen versuche ich heute möglichst nett zu fangen. Wie gesagt, wenn ich was fangen möchte heute, dann sind es relativ große Rotaugen, Brassen oder mittelgroße Rotaugen, also nicht so handlange kleine Rotaugen, sind eher was Größeres. Zum Aufbau von den Montagen alles sehr einfach gehalten. Abstand zwischen Hauptbleiung und Bissanzeigeschrot sind ungefähr 10 cm bei allen drei Montagen. Die Vorfachlänge ist bei den Sensitive River Posen ein bisschen länger gehalten, das heißt, ich habe hier 20 cm langes Vorfach. Bei der Rotaugenmontage habe ich ebenfalls 10 cm zwischen Bissanzeigeschrot und Hauptbebleiung und ein 15 cm langes Vorfach. Also ein bisschen kürzeres Vorfach, dass ich die Bisse ein bisschen schneller erkenne, wie es beim Rotaugenangeln etwas typisch ist. Von den Ködern, die ich heute generell verwende, ich habe nicht mehr viel Köder daheim gehabt, das heißt, ich habe heute einfach nur gemischt rote und weiße Pinkies, ein paar kleine Mistwürmer und ein paar Dendrobene für später fürs Futter, falls wirklich größere Fische da sein sollten, dass ich die ein bisschen auf dem Platz halten kann. Weil mit den paar Ködern, die wir jetzt hier haben, werden wir nicht wirklich viel Fische halten können. Das heißt, wenn da jetzt wirklich ein großer Brassenschwarm kommen sollte, dann müssen wir wirklich mit den Würmern arbeiten, dass die Fische überhaupt auf dem Platz stehen bleiben.
So, das ist unsere Ausbeute von heute. Wir haben jetzt circa, denke ich mal, so 7 Kilo Fisch. Ungefähr eine Brasse haben wir erwischt. Brassen war technisch war heute nicht so wirklich viel los. Waren doch relativ diffiziles Angeln geworden mit ein, zwei Pinkies am Haken. Ein paar schöne Rotaugen haben wir gefangen von 150 bis 200 Gramm. Ein tolles Angeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.